Hallo, zum kurzen Tutorial mit dem Thema Verwendung eines vortrainierten neuronalen Netzes in Julia, in unserer eigenen kleinen Umgebung. Das heißt, wir wollen ein vortrainiertes Netz benutzen, weil wir vielleicht keine so große Computer haben, um ein ganz tiefes Netz wie ein ResNet oder so ein VGG-Netz komplett selber zu trainieren. Aber wir wollen es nicht einfach als Blackbox in TensorFlow oder Keras verwenden, sondern wir wollen die Gewichtsmatrizen importieren in unser eigenes Framework, in unsere selbstgemachte KNet-Umgebung. Und das ist gar nicht ganz so schwer. Als Beispiel habe ich mir hier das VGG 16 ausgesucht, das in der Grafik dargestellt ist. Das VGG 16 startet wie alle ImageNet oder wie die meisten ImageNet-Netze bei 224x224 Pixel mit einer Farbtiefe von 3 RGB-Kanälen und geht dann über mehrere Pooling-Layer und viele Convolutional-Layer runter bis auf die 1000 Klassen des ImageNet-Datensatzes. Ich mache mal das Bild hier zu. Rechts ist aus der Originalpublikation der Aufbau und wir werden das Netz, das hier mit D bezeichnet ist, machen. Ja, das also 5 Blöcke mit Convolutions hat und 2 bis 3 jeweils pro Block und ausschließlich 3x3 Kernels verwende. Die VGG-Netze benutzen diese sehr kleinen Kernels und lieber eine größere Tiefe, weil sich gezeigt hat, dass das schneller ist, als einen größeren Kernel zu verwenden. Zunächst mal brauchen wir das vortrainierte Netz und die vortrainierten Netze, die hole ich mir besonders gern bei TensorFlow, weil Google hat einfach die größten Rechner und die Netze, die Google anbietet, sind einfach sehr, sehr gut vortrainiert. Das heißt, der Idealfall ist, dass wir über TensorFlow uns die Netze holen. Man kann hier bei den Keras Applications mal schauen, nochmal, was es alles gibt. Das sind also die offiziell von Keras zur Verfügung gestellten vortrainierten Netze. Beginnend hier im Prinzip mit den, wo sind sie, mit den VGGs, mit den kleinen, die ResNets. Inception-Netz gibt es und es gibt die modernen Efficient-Netze oder Mobile-Netze auch, die kleiner sind und schneller trainieren und schnellere Vorhersagen machen können als die ganz tiefen, einfachen Netze. Aber wir verwenden jetzt mal ein einfaches VGG 16. Das Exportieren der Gewichtsmatrizen ist verblüffend einfach, denn TensorFlow, Google stellt uns eine einfache Funktion zur Verfügung. Erstens zum Laden eines solchen Netzes. Ich kann das einfach mit dem Applications-Paket VGG 16 zum Beispiel nur das VGG 16 laden. Das wird beim Instanzieren automatisch runtergeladen. Und für jedes Keras-Netz gilt, man kann die Gewichte speichern, einfach mit der Objektmethode Save Weights. Und dann gebe ich den Dateinamen an und sage Format gleich HD5 oder H5. H5 erzeugt HDR5-Datei. Ja, wenn ich das ausführe, ich habe das jetzt gerade schon gemacht, dann bekomme ich eine HDR5-Datei. HDR5-Dateien sind plattform- und technologieunabhängige Dateien. Das ist ein freies, offenes Format. Die Daten werden binär gespeichert und komprimiert gespeichert, ist relativ effizient. Der Nachteil ist, man kann die Daten nicht direkt sehen, weil es eben binär und komprimiert ist. Allerdings gibt es jede Menge Tools. Ich schaue mir mal diese VGG 16 Keras H5 mal an mit einem Tool, das heißt HDF-Kompass. Und wenn man da reinschaut und das öffnet, dann sieht man, was in dieser HDF5-Datei drin ist. HDF steht für hierarchisches Dateiformat. Und Sie sehen, das ist tatsächlich hierarchisch. Da ist so eine Ordnerstruktur drin. Im HDF-Sprech sagt man dazu Gruppen, das heißt, es gibt in der Datei Gruppen und in den Gruppen kann es wieder Gruppen geben und in den Gruppen kann es wieder Gruppen geben und irgendwo stehen dann vielleicht auch die Daten. Mal schauen. Also, ich gucke mal, wir sehen schon mal, was sehr, sehr schön ist. Die Gruppen sind so benannt, wie wir sie gerne haben wollen. Ja, ich schaue mal hier mein
Netz an, das Netznummer D. Und dann sieht man, wir haben im ersten Block Conf 1, Conf 2, dann Pooling Layer, dann im zweiten Block Conf 1, Conf 2, Pooling Layer, dann haben wir drei, jeweils 3, 3, 3 Pooling Layer und am Schluss haben wir zwei, dreimal zwei Dense Layer und noch einen Predictions Layer. Und die heißen alle schön richtig. Das ist natürlich wunderbar. Ja, das heißt, ich muss in der Datei auch nicht mal lange suchen, wo jetzt meine Daten sind. Und jetzt schauen wir mal, was da eigentlich drin steht. Gucken wir als erstes mal in so einen Fully Connected Layer, also einen Dense Layer. Ich klicke den einfach an, FC1. Verblüffenderweise ist das doppelt verschachtelt. Ja, da ist nochmal eine Gruppe FC1. Das legt TensorFlow so an, da können wir nichts machen, aber wir wissen, dass es so ist, dann können wir das trotzdem lesen. Und in der Gruppe sehen wir, da gibt es zwei Datenobjekte, nämlich einmal den Bias und dann den Kernel. Der Bias sollte für den Layer mit 4096 Neuronen 4096 groß sein. Ist er auch, ja, 4096 groß und das sind die Werte. Und der Kernel, hier dargestellt, der ist 25.088 mal 4096 groß. Kann ich auch reingucken. Das sind meine Daten, wunderbar. Wo kommt diese Zahl her? Und gut, die 4096, das ist meine Größe der Schicht selbst. Und die 25.888, das ist der Fan-In. Ja, weil ich hier bei diesem Netz 512 3x3 Filter habe. Und das sind alles zusammen insgesamt 25.088 Neurone, die am Ende in dieser Netz sind und die werden geflattet, also in einen geraden Vektor gezogen. Und dann brauche ich für den nächsten Layer eine Gewichtsmatrix, die eben 25.088 mal 4096 groß ist. Ja, das ist die größte Gewichtsmatrix, die wir haben in dem ganzen neuronalen Netz hier an der Stelle. Aber das steht da alles drin und ich kann das wunderbar laden. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das mit Julia auch hinbekommen. Ich habe das hier mal so ein bisschen vorbereitet. Also Use a Pre-trained Model from TensorFlow with KNet-Style. Da habe ich oben schon mal nochmal die Befehle reingeschrieben, die Python-Befehle. Jetzt brauche ich ein paar Pakete in meiner Julia-Welt. Also als wichtigstes ist das HD5-Paket natürlich. KNet braucht man. CUDA braucht man und Images brauchen wir, wenn wir nachher das ausprobieren wollen. Ich will nachher ja mal Images tatsächlich klassifizieren und probieren, ob das auch funktioniert. Und jetzt hoffe ich, ich bin hier auf dem Server, auf der Yamata mit GPU. Ich hoffe mal, dass mir die Verbindung nicht zusammengebrochen ist. Was ist hier los? Hallo? Habe ich noch Verbindung zur Yamata? Im Prinzip ja, aber vielleicht auch nicht. Doch, okay. Also hat irgendwie einen Hänger gehabt. Also, jetzt habe ich das HDF5-Paket und das HDF5-Paket hat einen H5-Open-Befehl und damit lade ich jetzt genau die Datei, die ich gerade aus Python gespeichert habe. Und wir sehen, Julia lädt die und zeigt mir hier auch schön die Hierarchie in der Datei an. Da sehe ich eben auch wieder schön sortiert Block 1, Conf 1, Block 2, Convolution 2, Pool. Pooling Layer steht vermutlich nichts drin, ja, weil da keine Daten sind. Aber dann kommt der Block 2 mit Convolution 1, Convolution 2 und so weiter. Also das ist mein ganzes, sind alle meine Gewichtstensoren aus meinem ganzen VGG-Netz, die ich jetzt hier schön im Zugriff habe. In der HDF5-Datei stehen Schlüssel-Wertpaare, Key-Value-Pairs, die Schlüssel sind Strings und das sind genau die Namen von meinen Gruppen. Und da kann ich jetzt natürlich wunderbar drauf zugreifen. Ich mache das mal zu wieder und probiere mal aus. Ich möchte mal von meiner ersten Fully Connected Schicht, von meiner ersten Dense-Schicht den Kernel sehen. Also muss ich eben drei Hierarchieebenen tief in dieses Dictionary eintauchen.
Und da kommt meine Matrix raus, 4096 mal 25.088 groß. Wunderbar, so wie sie sein muss. Und wenn ich mir die Biase dazu angucke, dann sollte das ein Vektor sein mit den 4096 Biases. Also, ich habe sämtliche Parameter, die ich brauche hier. Jetzt muss ich diese Parameter nur noch in meine K-Net-Layer irgendwie reinbekommen. Also, ich habe Ihnen hier mal schon einfach die normalen Definitionen für unser neuronales Netz reinkopiert. Das ist so, wie es immer da steht. Ja, ich mache einmal die Structure für mein neuronales Netz. Ich habe das mein Classifier genannt, weil der Classifier eine andere Signatur hat als der Regressor. Also ein Classifier-Netz. Und meine Schichten, eine Dense-Schicht, eine Convolutional-Schicht mit den entsprechenden Konstruktoren dazu. Genauso wie wir es kennen. Die Pooling-Schicht habe ich auch als Schicht mit aufgenommen. Und die Flatten-Schicht, die habe ich mal auskommentiert. Da sage ich gleich noch was dazu. Die Flatten-Schicht, muss ich gestehen, die hat mir einige schlaflose Nächte bereitet. Obwohl mal wieder, wenn man weiß, wie es geht, dann ist es ganz billig. Aber man muss erst mal wissen, wie es geht. Also, jetzt könnte ich im Prinzip hergehen und mit diesen Layern, so wie gehabt, einen VGG aufbauen, nämlich dieses VGG, das genauso aussieht wie hier das D-Netz, und dann in die Layer irgendwie die Tensoren reinfummeln, die in meiner HDF5-Datei stehen. Aber das geht natürlich schöner. Deshalb will ich es anders machen. Ich gehe lieber her und baue mir Konstruktoren, die mir direkt aus der HDR5-Datei mein Netz bauen, meine Layer bauen. Das sollte ja auch nicht allzu schwer sein. Also, ich mache als erstes mal einen Konstruktor für eine Dense-Schicht. Das sollte einfach sein. Ja, da schauen wir uns nochmal an, was steht denn drin. Da steht zum Beispiel für die erste Dense-Schicht steht diese Gewichtsmatrix drin. Und das ist eigentlich ziemlich schön, weil das ist ja schon tatsächlich ganz genau das, was wir brauchen. Ja, was anderes brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Matrix, die genau so aussieht, 4096 mal 25.088. Wenn ich die mit einem Spaltenvektor multipliziere, der 25.088 groß ist, nämlich das sind die Inputs dieses Layers, dann bekomme ich genau den 4096er Vektor wieder raus. Das heißt, es ist exakt die Matrix in der richtigen Form, in den richtigen Dimensionen, wie ich sie brauche. Das heißt, ich kann hier eigentlich direkt hinschreiben. Ich mache erstmal einen Konstruktor. Ich habe den Kopf schon mal hingeschrieben. Ja, ich gebe dem HDF-Objekt als Dictionary, gebe den Namen der Gruppe, die ich haben will, und gebe noch vor, welche Aktivierungsfunktion ich hier haben will. Ja, weil die Manche Leute nehmen die immer einfach Relu, aber ich möchte es ganz gern kontrollieren können, was ich hier habe. Haben Sie schon gemerkt, ich bin ein Freund von sigmoider Aktivierung. Also, das Dictionary muss ich jetzt zweimal adressieren, zweimal in die Gruppe rein, einfach weil TensorFlow mir das so vorgibt. Und jetzt brauche ich hier den Kernel. Wie heißt der? Null. Dann habe ich mein B. Und mein B ist im Prinzip das gleiche in Grün, nur ist es nicht der Kernel, sondern der Bias. Jetzt bin ich eigentlich fast schon fertig, ja? Ich will hier vielleicht noch eine Meldung ausgeben. Ja, wenn ich den Layer generiere, will ich wenigstens sehen, was da gerade generiert wird. Dazu brauche ich den Fan-In und den Fan-Out, also die Zahl der Neurone und die Zahl der Neurone im Layer vorher. Das kann ich ja direkt aus meiner Matrix, aus meinem Gewichtstensor entnehmen, indem ich einfach sage, OI ist gleich Size W. Und dann gebe ich zurück den Standardkonstruktor WB. Aktivierungsfunktion.
noch mal einen Blick drauf werfen. Also ich hole mir aus dem HDF-Objekt unter Gruppe Kernel 0 die Ws, unter Gruppe Bias die Bias. Ich hole mir OI size W, das stimmt. Ja, Output ist der zweite Index. Und gebe das aus und ruft dann den Default-Konstruktor auf mit WB Act. Ja, ist richtig. Gut, jetzt haben wir schon Dense Layer, die wir machen können. Wollen wir mal probieren? Probieren wir mal. Probieren es mal. Tail gleich Dense, unser Objekt heißt H. Und die Gruppe, die wir haben wollen, heißt FC1. Hat auch nur eine 1. Generating Sigmoid Dense Layer vom HDF mit 4096 Neurone und 25.088 Fan-In. Ja, wunderbar. Jetzt die Convolutions. Ah, eine Sache sollten wir vielleicht noch bedenken, nämlich erstens, ich bin hier auf der GPU. Ich bin auf dem GPU-Server. Ich möchte meine Daten auch auf der GPU haben. Wie mache ich das in Julia? Über die Datentypen. Ich brauche einen Datentyp, der auf der GPU lebt. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich die GPU haben will, könnte ich entweder dem Konstruktor einen Flag übergeben. GPU war falsch. Oder ich gucke einfach, ob eine da ist. CUDA Functional. Es gibt ein Im CUDA-Paket gibt es einen Befehl, der heißt Functional, der testet, ob ein CUDA funktioniert. Und da kann ich abfragen, wenn CUDA Functional. Dann sage ich einfach, W ist gleich CANET Array W und B ist gleich CANET B End. Das heißt, wenn CUDA Function feststellt, wir haben hier ein funktionstüchtiges CUDA, dann werden meine Tensoren einfach gewrappt in ein CANET-Array und ein CANET-Array lebt auf der GPU. Das heißt, das CANET-Array wird jetzt auf der GPU erzeugt und alle arithmetischen Operationen werden dann entsprechend auf der GPU gemacht. Eine zweite Geschichte könnte man vielleicht noch mit reinpacken, nämlich ich habe jetzt das auf der GPU, ich kann es aber nicht trainieren. Ich will es vielleicht auch nicht trainieren, weil das ja ein vortrainiertes Netz ist, aber vielleicht will ich es ja auch doch nochmal nachtrainieren. Wie könnte ich das machen? Ja, das könnte ich machen, indem ich meinem Konstruktor zum Beispiel noch einen Flag übergebe und jetzt nochmal eine Verzweigung mache und sage, trainable. Dann, was muss ich machen, um das Ganze trainierbar zu machen? Ich muss es wieder wrappen. W gleich, und zwar in so ein Param. W. W gleich Param. B. Wenn ich jetzt trainable angebe, dann werden meine Tensoren als Param gerappt. Dann erkennt Autocrat die. Und dann wird unser ganz normaler Optimierer, den die selber geschrieben haben, der wird dann, wenn er über alle Params geht, auch über die gehen und wird diese trainieren. Ja, das heißt, auf die Art und Weise bekomme ich das trainierbar. Ich kann jetzt diesem Konstruktor angeben, ob er trainierbar sein soll oder nicht. So, ich glaube, jetzt haben wir alle Bells and Whistles dran, die wir uns vorstellen können. Mehr brauchen wir tatsächlich nicht. Jetzt machen wir das Ganze mit der Convolutional Layer. Das geht ganz genauso. Ja? Also, W hole ich mir einfach, wie oben auch, aus dem HDF-Objekt. Group. Group. Kernel 0. So, jetzt vorher gucke ich mir, ich speichere mal, jetzt gucke ich mir den Kernel mal an. Der Kernel heißt 64 mal 3 mal 3 mal 3. Da sehen Sie, da stimmt was nicht. Wir haben
in unserem Framework eigentlich immer die Kernels und die Daten so aufgebaut, dass die Records, die Datensätze als letzter Index kommen. Das ist clever, das so zu machen, weil man dann mit billigen Reshapes vorne alles machen kann, ohne dass hinten zerstört. Das ist dumm, dass TensorFlow uns das falsch rum exportiert hier, lässt sich aber relativ leicht korrigieren. Wir müssen nur das Ding transponieren und zwar über alle vier Dimensionen. Ja, also ich schreibe mu-dims, das ist im Prinzip ein Transponieren, aber über alle Dimensionen. Ja, die Daten werden jetzt alle über die Diagonale gespiegelt. Und ich kann dem hier die Dimensionen angeben und ich gebe an, das sollen die Dimensionen sein 4, 3, 2, 1. Also ich möchte über alle Dimensionen das gespiegelt haben. Okay. Jetzt machen wir das gleiche mit B. Ja, also B brauchen wir wieder. Und jetzt den Bias 0. Und wir schauen uns mal an, wie das B aussieht. Das B ist tatsächlich ein eindimensionaler Vektor, das ist schon mal gut. Aber Sie wissen ja, erinnern sich, ich schaue mal nach oben, wie sieht denn unser B aus? Damit das Broadcasting richtig funktioniert, brauchen wir unser B auch in einem vierdimensionalen Tensor und zwar in der dritten Dimension. Also muss ich das B hier reshapen. Und zwar reshape ich das auf 1, 1, Doppelpunkt 1. Ja, ich könnte hierbei, theoretisch muss ich hier an der dritten Stelle eben jetzt die 4096 angeben. Ich weiß ja aber nicht, wie groß das ist. Doppelpunkt ist immer die Schreibweise für alle Indizes an der Stelle. Okay, Reshape ist auch billig. Permutims ist nicht billig. Ja, bei Permutims muss tatsächlich eine Kopie gemacht werden. Es gibt in Julia natürlich eine Permutims-Variante, die lazy ist, also in der die Daten nicht umkopiert werden. Da wir hier aber auf der GPU arbeiten, müssen die Daten eh auf die GPU kopiert werden und davor müssen sie ja umgebaut werden. Das heißt, ich kann hier gleich ein echtes Permutims machen. Und beim Konstruktoraufruf kostet es dann eben ein bisschen Zeit. Auch deshalb ist, eigentlich macht es keinen Sinn, an der Stelle Zeit zu sparen und lazy zu sein, weil solange der Konstruktor läuft, ist alles noch nicht zeitkritisch. Ja? Lieber habe ich nachher die Daten richtig, wenn ich sie brauche. Okay, jetzt machen wir den gleichen Trick wie da oben. Da unten auch. Ja, wir machen auch das hier als Canet Array, wenn möglich, und wir machen es trainable. Wenn wir wollen. Okay, und jetzt mal hier habe ich hier wieder meine Meldung. Das heißt, ich muss meine Dimensionen, meine Parameter, Kernelgröße, W1, W2, Input-Kanäle, Output-Kanäle. Muss ich mir irgendwo rausholen und die kann ich natürlich wieder W1, W2, IO, die kann ich mir direkt aus meinem Kernel wieder rausholen. Ja, ist nichts anderes als das W. So, dann brauchen wir noch das Padding. Ja, weil unser Standardskonstruktor, der geht ja so, dass ich sage, ich rufe den auf mit W, mit B. Dann brauche ich das Padding und die Aktivierungsfunktion. Aktivierungsfunktion habe ich schon mal auf ReLU gesetzt, weil wir Convolution Layer eigentlich immer ReLU haben wollen. Aber das Padding braucht man noch. Da müssen wir jetzt überlegen, wie groß ist das Padding? Gut, bei 3x3 ist das Padding 1. Bei 5x5 ist es Padding 2, also die Padding ist immer der Rest der übrig, nee, doch der Rest der übrig bleibt, wenn ich, wie ist das?
Nein, ist nicht der Rest, der übrig bleibt. Der ist geteilt durch zwei. Genau. Der ist geteilt durch zwei, aber ohne das mittlere Element. Ja, also beim 4x, beim 3x3 Kernel ist das Padding ohne das mittlere Element 2 und dann geteilt durch 2. Also kann ich schreiben, Padding soll sein. B1 minus 1. Diff 2, ja, Integer Division 2. Aber da muss ich hier die Klammer zu haben. Und Padding mache ich aber als Tuple, weil ich beide Paddings haben will, in X und in Y-Richtung. Und das ist dann W2 minus 1, Integer Division 2. Okay, stimmt das? Das müsste stimmen, ja. Ups, jetzt habe ich mir irgendwas kaputt gemacht. Ui, 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 ui. Nein, nicht wirklich. Gleich und wir probieren es aus, ja. H und Block 1. Conf 1, dann sehen wir ja gleich, ob uns das um die Ohren fliegt. Conf not defined. Sollte man vorschreiben. Okay, generating layer mit Kernel 3.3. Drei Channels. Ja, der erste Layer hat drei Farbkanäle, 64 Maps und 1x1 Padding. Wunderbar. Ja, sieht gut aus. Und wir sehen auch hier, er hat das als K32 angelegt. Das sind also Carnet Arrays geworden. Das heißt, CUDA Function hat erkannt, dass wir hier ein funktionierendes CUDA unter uns haben. So. Haben wir die Conf Layer im Kasten. Jetzt kommt die Flatten Layer. Da habe ich vorher gesagt, Flatten lassen wir mal außen vor. Ich muss gestehen, ich habe das ziemlich schnell runter programmiert. Bis hier habe ich es ausprobiert und die Vorhersagen von meinem neuronalen Netz waren einfach nie richtig. Das hat nicht funktioniert. Dann bin ich hergegangen und habe die Layer einzeln mit Tensorarithmetik auf der Python-Seite durchgerechnet und habe immer die Maps miteinander verglichen, Julia Map, Python Map, und habe gesehen, dass tatsächlich durch die ganzen Convolutions, durch alles stimmt. Die Werte in allen Maps sind immer identisch und nach dem Flatten geht schief. Was ist da los? Ja, wenn man weiß, worauf man achten muss, dann kommt man relativ schnell drauf. Aber ein bisschen Kopfschmerzen hat mir schon bereitet. Was heißt denn Flatten? Flatten heißt, irgendein hochdimensionales Array wird in eine Dimension gequetscht oder gezogen. Ich schreibe mal hier hin ein zweidimensionales Array, also eine Matrix, die zum Beispiel heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, eine zweidimensionale Matrix. Wenn ich die in C oder in Python flatte, dann ist Flat immer so billig wie möglich gemacht. Das heißt, das Flatten liefert mir einfach zurück, wie das im Speicher steht. Ja, die Matrix steht ja an einer Stelle im Speicher. Und im Speicher steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das heißt, wenn ich in Python flat mache, dann bekomme ich einen Vektor, in dem steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drin. Wenn ich das in einer Numeriksprache mache, in Fortran, in Julia oder Lars, LaPack, also alles, was es so an Numerikzeugs gibt, dann ist es immer anders, weil richtige Numeriksprachen sind nicht Row Major, das heißt, sie zählen nicht den ersten Index über die Zeile, sondern das sind Column Major, die zählen den ersten Index über die Spalte. Das heißt, da steht jetzt drin 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8. Und das ist natürlich was anderes.
Normalerweise ist mir das Flattening völlig wurscht bei den künstlichen neuronalen Netzen. Ich will irgendwie das flach gemacht und danach wird eh trainiert, das heißt, das neuronale Netz lernt, welche Stelle wichtig ist. Und es ist völlig egal, ob das an der ersten oder zweiten oder zehnten oder 150. Stelle ist. Da ich hier ja aber die fertigen trainierten Matrizen habe, muss ich natürlich darauf achten, wie diese Matrix trainiert wurde. Und diese große 25.088 mal 4096 Matrix, die ist ja so trainiert, dass an der zweiten Stelle die 2 steht, in dem Fall jetzt hier. Wenn ich aber einen Flatten mache im Schuljahr, dann steht an der zweiten Stelle die 5. Das heißt, die stimmen nicht mehr, die Gewichte stimmen nicht mehr. Und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder muss ich die Gewichtsmatrix irgendwie umbiegen, sodass die Gewichtsmatrix wieder stimmt auf meinen neuen Vektor. Das kostet aber bei vierdimensionalen Vektoren, kostet das ziemlich viel Kopfschmerzen. Das ist Gehirnakrobatik, ja. Deshalb ist es tatsächlich einfacher zu sagen, ja, dann gehe ich doch her und baue mir ein Python-artiges Flatten nach. Ja, das bedeutet, ich mache hier mein Typ Flat, mein Layer-Typ Flat, gebe dem noch ein Attribut mit, Python, und gebe dieses Attribut auch meinem Konstruktor mit. Ja, das soll standardmäßig ausgeschaltet sein. Und jetzt sage ich Flatte, aber nicht immer einfach matt. Matt ist einfach nicht der Reshape, ja, der billige Reshape. Da kommt genau das raus, was da oben steht. Sondern ich frage jetzt erstmal, sollst du das Python-artig machen oder nicht? Und wenn Python-artig, dann mach nicht matt, sondern dann mach vor dem matt noch einen Mute-Dims. Und jetzt muss ich mir angucken, welches Permute-Dims ich machen soll. Und ich schreibe es Ihnen mal hin. 3, 2, 1, 4. Da bin ich drauf gekommen. Zwei, eins, vier. Warum? Weil die vierte Stelle, der letzte Index, der zählt ja meine Samples durch. Der muss mir natürlich erhalten bleiben. Ja, die letzte Stelle, Sample 1, Sample 2, also Bild 1, Bild 2, Bild 3, Bild 4, die muss erhalten bleiben. Aber die ersten drei, die muss ich jetzt so flatten machen, also wie Python das machen würde. Und deshalb mache ich hier Permutims, aber das schreibt man mit E. Permutims. Okay, gucken, müsste funktionieren. No method matching flat, Python fails. Was ist da, wo ist da, wo? Struct flat, Python flat, Python fails. Wo ist da, wo? Was mache ich falsch? Ich mache irgendwas falsch. Flat x. Die Signatur Python. Ah, okay. Mir fehlt natürlich hier die Konstruktor noch. Ich muss natürlich noch einen U-Aufruf haben. Sonst geht es nicht. Ja, okay. Ja. Ich habe meinen Standardkonstruktor umgeschrieben auf das Keyword-Argument Python Fails mit aufgenommen. Dann fehlt mir natürlich noch den U hinten dran und dann übergebe ich das Python. So, und je nachdem, ob ich Python True oder False mache, mache ich jetzt das Flatten entweder Python-artig oder Julia-artig. Was haben wir hier noch? Ich glaube, ich mache mal die wieder größer. Was haben wir hier noch? Wir haben noch
ein paar Helferlein, die ich hier programmiert habe. Oh. Ich habe hier immer wieder das Problem mit meinem Chromium, dass mir der einfriert. Ja, okay. Ich habe das hier Little Helpers genannt. Ich habe als erstes mal noch einen Predict mir gemacht. Wo ist es? Da unten ist es, das Predict. Hier, ja, da ist es, das Predict. Sie können sich mal angucken, wie das funktioniert. Das Predict gibt mir nicht einfach das Ergebnis, die Top-Klasse aus, sondern gibt mir die besten 5 aus. Dazu sortiere ich den gesamten Ausgabevektor nach Größe und nehme dann die ersten 5. Und für die ersten 5 gebe ich nicht nur an, welche Zahl das war, also wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit oder Likelihood, Softmax Likelihood daraus kommt, sondern ich lese noch aus einer Datei, die Datei classes.txt, da steht einfach pro Zeile in Textform drin, was diese Klasse beim ImageNet sein soll. Das sind also 1000 Zeilen mit 1000 Beschreibungen. Und die gebe ich auch noch mit dazu aus, sodass, wenn ich hier Predict angebe oder Predict aufrufe, bekomme ich am Ende die Top 5 Klassen in lesbarer Form aufgerufen. Ist es ein Hund oder ist es ein Flugzeug? Steht dann eben direkt dahinter. Also das ist Helferlein Predict. Der zweite Helfer ist Preprocess Image. Preprocess ImageNet Image, weil da kann man in der Publikation nachlesen, in der das VGG publiziert wurde, wie die ihre Bilder vorprozessiert haben. In TensorFlow oder in Keras, da gibt es eine Preprocess-ImageNet-Funktion, die macht genau das Gleiche, nämlich da wird von jedem Rotpixel, wird der Mittelwert aller Rotpixel über den gesamten ImageNet-Datensatz gerechnet, abgezogen, also eine Standardisierung. Das Gleiche für Grün und Blau. Dann wird noch Rot und Blau vertauscht, das heißt aus RGB wird BGR gemacht. Und was ich hier noch machen muss, ich muss mit 255 multiplizieren, weil aus irgendeinem Grund sind die damals beim VGG nicht mit Zahlen zwischen 0 und 1 da reingegangen, sondern mit den Originalwerten 255. 0, 1 bis, 0 bis 255. Das macht sogar in gewisser Weise Sinn, weil mit den größeren Zahlen bekommt man größere Gradienten und dann trainiert es vermutlich tatsächlich schneller. Ja, obwohl es numerisch nicht so stabil ist, aber es scheint ja funktioniert zu haben. Also, ich habe ein Predict, ich habe einen Preprocess, die muss ich eben einmal machen, dass ich Bilder so vorbereiten kann, wie die Leute, die dieses neuronale Netz trainiert haben, eben ihre Trainingsdaten auch vorbereitet haben, sonst geht es nicht, logischerweise. Und dann habe ich mir noch ein eigenes Helferlein geschrieben, nämlich baue mir eine Mini-Batch aus Images. Ja, mit diesem var-arg-Argument kann ich dem nachher einfach 2, 3, 4 Bilder übergeben und der packt mir die zusammen und macht daraus einen vierdimensionalen Tensor, der in der vierten Dimension die Bilder durchzählt. Wird man nachher sehen, sodass ich mehrere auf einmal durch das Bild durchtrainieren kann. Ja, das ist einfach. Ja. Außerdem habe ich hier wieder drin das Canet-Array. Wenn ich CUDA habe, wrappt er mir meine Bilder wieder in den Canet-Array, weil die müssen ja wieder auf der GPU leben und nicht in der CPU. Genau. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt können wir das mal abspeichern und dann können wir unser VGG basteln. Das ist jetzt ein bisschen Arbeit, weil klar, jetzt müssen wir das VGG Layer für Layer aufbauen, aber wir müssen nicht viel machen, weil wir nehmen unsere neuen Konstruktoren. Der erste Layer bekommt unsere Daten und dann eben Block 1, Conf 1. Das ist der erste Layer. Der zweite Layer, der ist Block 1, Conf 2. Der dritte Layer ist ein Pooling Layer 2.2. Ja, ich schaue jetzt rechts hier, was hier kommt. Das war der erste Block. Jetzt kommt der zweite Block.
Der sieht im Prinzip ja aus wie der erste Block. Also kann ich den hier direkt nehmen. Nur, dass wir jetzt hier halt Block 2 haben. Dass er entsprechend die Parameter von Block 2 nimmt. Der dritte Block sieht auch wieder ähnlich aus, nur dass wir jetzt 3 haben. Und das Ganze ist Block 3. Kopf 3. Und wieder ein Pooling am Ende. Und das Ganze braucht man einfach nochmal mit Block 4. 1, 2, 3, 4. Und wir bauen es nochmal für Block 5. Tatsächlich, wir haben 5 Blöcke mehr. Eins, zwei, drei, fünf Blöcke. Ja. Block 5. Okay, dann kommt wieder ein Pooling. Jetzt kommt unser Flat. Und zwar Python-Stil. Flat. Ja, und jetzt kommt unsere Dense. Also wieder H, FC1. Und ja, Akt gleich Revo. Jetzt rächt sich, dass ich das nicht gleich in den Default reingeschrieben habe. FC2. Velo und ins die heißen, glaube ich, Predictions, wenn ich das richtig weiß. Dann mal oben gucken. Der letzte Layer hat einen anderen Namen, der heißt nicht FC3, genau, der heißt Predictions, ja. Also nenne ich den hier auch Predictions. Und Akt gleich Identity. Ja, ich habe das glaube ich oben IDY genannt. Machen wir die Klammer zu. Okay, ich führe es mal aus. Ha, funktioniert. Also. Sie sehen, es werden ganz viele Layer generiert. 64, das sind die 64. Es muss über Kreuz immer stimmen. Ja? 64 Kerns sind hier 64 Input. 128 Kerns sind 128 Input und so weiter und so weiter. 256, 512, funktioniert, funktioniert, funktioniert. Hier haben wir die 496, 25.088, dann 2 mal 496 und am Ende 1000. Das sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. So, ich habe mir mal zwei Beispielbilder einfach per Bildersuche gesucht. Das eine, da habe ich nach Katze gesucht, habe das skaliert auf 224 mal 224 Pixel. Wir laden mal das Katzenbild in der Hoffnung, dass es findet. Ja, ja, ist eindeutig eine Katze. Und das zweite Bild, da habe ich einen Elefant gesucht. Der Elefant sieht so aus. Jetzt probieren wir mal. Preprocess. Und die Mini-Batch. Und was kommt raus? Ja, unser Helferlein liefert uns einen Tensor. 224 mal 224 mal 3. Das sind die drei Farbkanäle. Mal 2, das sind die beiden Bilder. Also beide Bilder in einem Tensor drin. So. Jetzt wird es ernst. Jetzt versuchen wir mal das Predict. Unser Netz hieß VGG. Unsere Mini-Batch hieß Mini-Batch. Und Classes gleich Classes. Ja, unsere Datei, in der die Klassen stehen, heißt Classes.
dauert ein bisschen lang für mein Empfinden. Aber das erste Bild ist eine Katze und er sagt 60% Softmax-Wahrscheinlichkeit für Tiger Cat. Nicht schlecht, ist sogar eine Tigerkatze. Beim Elefanten sagt er 56%, afrikanischer Elefant. Ja, den Ohren nach ist es ein afrikanischer Elefant. Die zweitbeste Möglichkeit wäre Tasker. Tasker ist auch ein Elefant, oder? Täusche ich mich da. Ja, also auf jeden Fall funktioniert. Funktioniert. Ja, ich gebe mir am Schluss noch das komplette Ergebnis natürlich auch noch aus mit den Softmax-Wahrscheinlichkeiten. Nee, mit den Original-Y-Werten. Sorry, nicht mit den Softmax-Wahrscheinlichkeiten, mit den Original-Y-Werten. Ja, also Sie sehen, es funktioniert. Sie sehen auch, es ist natürlich viel mehr Arbeit, als das einfach mit den fertigen Keras-Funktionen zu machen. Das ist ganz klar. Also wenn Sie einfach nur ein Netz anwenden wollen, ohne, also 224 mal 224 reinstecken und Sie wollen wissen, was es ist, geht es viel einfacher, das einfach mit Keras zu machen und fertig. Ja, braucht man nicht nachdenken. Aber was ist hier anders? Hier haben wir keine Blackbox. Wir haben jetzt das vortrainierte Netz auseinandergerissen. Wir arbeiten im offenen Herzen. Wir haben die Layer da, wo wir sie haben wollen. Ja, wir haben richtig die Mathematik selber hingeschrieben. Wir können solche Layer nehmen, die in eigene Netze einbauen. Ja, Sie können jetzt vielleicht auch sagen, oh, die letzten drei Blöcke lasse ich mal weg. Ich gucke mal, ob das vielleicht auch funktioniert, wenn ich mit einem Block Convolutions weniger arbeite, damit es schneller geht. Trainiere dafür meine FC-Layer hinten nach, nehme andere FC-Layer, mach vorne eine andere Vorbearbeitung vielleicht mit davor. Oder. Sie haben ein eigenes, selber gebautes neuronales Netz, das trotzdem die vortrainierten Gewichtsmatrizen hier in dem Fall aus dem VGG hat. Oder eben, was wirklich schön ist, Sie können das mit jedem Keras, mit jedem TensorFlow neuronalen Netz machen. Das können Sie exportieren und auf diese Art und Weise hier importieren. Die Helferlines brauchen Sie ja auch bloß einmal. Auch die Konstruktoren brauchen Sie auch nur einmal. Ja, ich habe jetzt die Konstruktoren gemacht. Das heißt, wenn ich das jetzt wieder machen will, ist es längst nicht mehr so viel Arbeit, weil ich die Konstruktoren ja habe und die kann ich ja jederzeit wiederverwenden. Also gut. Sie sehen, es funktioniert. Wir können immer noch verstehen, was da passiert. Es ist immer noch keine Blackbox, sondern es ist immer noch relativ einfache Tensorarithmetik, die wir betreiben. Und dass es funktioniert. Dass das VGG erkennt, das ist ein afrikanischer Elefant, ist natürlich tatsächlich faszinierend. Ja, fasziniert mich auch, gebe ich gerne zu. Also, machen Sie es selber auch so.